Nachdem jetzt die Störung weg ist, fange ich nochmal an. Wir haben heute das Thema Sensorreinigung. Und der Michel hat wahrscheinlich schon genau richtig gesagt, was er macht. Da werden uns wahrscheinlich die Fußnägel aufrollen. Ja. Wir waren alle schon bei Leica zur Schulung für Sensorreinigung und waren da anderthalb Tage und haben das gelernt, wie man richtig Sensoren reinigt, auch die von Leica. Aber bevor wir mit der Sensorreinigung anfangen, und der Satz kommt vom Sebastian, muss ich ganz klar sagen, als erstes, wenn der Sensor schmutzig ist, fragt er jeden Kunden, wann habt ihr das letzte Mal eure Fototasche ausgesaugt? Ja, weil es geht nämlich auch darum, erst einmal den Schmutz, der überhaupt auf dem Sensor kann, zu vermeiden. Ja, und darum saugt erstmal eure Fototasche aus und das zweite, passt auf, wo ihr eure Objektive wechselt, weil da ist das erste, wo man einen Schmutz bekommt. Und was auch wichtig ist, wenn ihr in Gebieten wart, wo feiner Quarzsand vorgeherrscht hat, gerade dieser Quarzsand macht uns die Probleme und kann die Kratzer verursachen, was sich da irgendwie einnistet in die Ecken. Und wenn du dann da reinbläst und dann kommst du dann drauf und schiebst den von links nach rechts, dann hast du eigentlich verloren. Und gerade in solche Urlaubsgebiete, wo ganz, ganz feiner Meeresquarzsand ist, das aussaugen, penibles genau aussaugen, dass das gar nicht das transportiert wird dahin, wo es nicht hin soll. Ja. So, was macht man jetzt, wenn der Schmutz auf dem Sensor drauf ist? Also man muss sagen, der Sensor ist ja, ich habe mal hier einen als Muster, auch schon einen, der ein bisschen schmutzig ist. Das ist jetzt der Sensor von der Leica S2. Den haben wir extra dafür genommen. Da haben wir ein bisschen größere Fläche, um euch das zu zeigen. Wie ist der Aufbau? Vorne drauf haben wir eigentlich ein Schutzglas. Ja, das sind auch immer gehärtete Gläser, also da passiert normalerweise relativ wenig. Dann seht ihr hier, haben wir eine dicke Schicht, eine gummiartmäßiges Schicht. Glasplatte und danach Aluminium, dass der Sensor nicht so warm wird. Ja, und so seht ihr das in der Kamera. Ihr seht aber natürlich schon nicht den Aluminiumrahmen. Den schwarzen Rahmen sieht man vielleicht auch mit viel Glück. Ja, was mache ich jetzt, wenn ich Schmutz drauf habe? Die einfachste Möglichkeit ist, nicht über Blende 5.6 abblenden. Dann sieht man den nämlich gar nicht. Und wenn ich dann einsteuern darf, ganz kurz. Die Frage werde ich vergessen, darum will ich es jetzt gleich machen. Der Chef hat gerade gesagt, da ist ein Schutzglas drauf. Man denkt dann im Kopf, naja, wenn er verkratzt ist, lasse ich halt das Schutzglas wechseln. Das ist leider nicht so, das ist immer eine Einheit. Das heißt, auch wenn das Schutzglas einen Kratzer hat, wird immer nur die Einheit gewechselt. Einheit heißt Sensor mit Schutzglas. Das heißt, früher habe ich auch gedacht, naja, der lässt halt die Glasscheibe wechseln, kostet ein paar Euro. Dann wird der ganze Sensor getauscht. Genau, weil zwischen dem Schutzglas und dem Sensor ist ein Vakuum. Ja, und wenn da kein Vakuum ist, dann entsteht Sensorrost, so wie wir es bei der M9 hatten. Oxidation. Ja. Weil Kodak die Schutzgläser falsch aufgebracht hat. Mit falschem Kleber, muss man ganz klar dazu sagen. Und haben es auch leider bei denen, die sie danach geliefert haben, die besser sein sollten, auch nicht besser gemacht. Ja. Ja, also, das Schutzglas ist relativ hart. Ja, aber die Umrandung ist auch schon weich, muss man dazu sagen. Nur, dass ihr jetzt mal seht, so sieht ein Sensor aus. Und da geht es darum, den zu reinigen. Wenn ihr Schmutz drauf habt, habt ihr die Möglichkeit, ihr könnt ihn reinigen. Ihr könnt in ein Fotofachgeschäft gehen und da reinigen lassen. Ihr könnt das auch selber machen. Das zeigen wir euch heute, die Basics dazu. Und wir sagen euch auch, was ihr nicht machen dürft. Oder solltet. Genau. Und für jeden, der bei uns die Kamera gekauft hat, im Leica Store Nürnberg, der kann lebenslang zu uns kommen mit der Kamera und kriegt sie immer kostenlos gereinigt. Ja, dann macht es lieber, aber wenn ihr unterwegs seid und ihr merkt, ihr habt einen Sensorfleck drauf, geht nicht mehr über Blende 5.6 oder Blende 8, weil dann fällt es gar nicht auf. Alternativ könnt ihr noch Folgendes machen, wenn ihr danach mit Capture One oder Lightroom eure Bilder bearbeitet.
braucht ihr nur eins bearbeiten, das erste mit dem Sensorflecken, und danach übernehmt ihr das einfach auf alle anderen Bilder. Ja, das sind die Sachen, wenn ich jetzt sage, ich möchte unterwegs meinen Sensor nicht reinigen. Ja. Meine Sensoren sehen auch immer relativ schlimm aus. Ich merke das aber nie, weil ich fotografiere eigentlich nie über Blende 8. Ja, eigentlich normalerweise nie über Blende 5-6. Jetzt gibt es verschiedene Arten von Schmutz auf einem Sensor. Das meiste, was drauf kommt, das ist eigentlich Staub. Und den kann man relativ einfach entfernen. Wir bei uns entfernen den mit einer speziellen Kompressoranlage, eine kleine, ist keine große Kompressoranlage. Die hat aber extra einen Wasserabscheider und einen Wasserfilter drin, so und einen Ölabscheider. Also so, dass weder in der Luft Wasser noch Öl ist. Das ist relativ wichtig. Genauso mit einem ordentlichen Blaseball könnt ihr auch den Sensor einfach reinigen. Auch bei jedem Objektivwechsel die Kamera nach unten halten, kurz einmal drauf, Objektiv drauf, genau. Und dann drauf. Dann habt ihr schon mal das meiste verhindert. Drum der Bike bei jedem Objektivwechsel immer mit dem Bike, mit der verkehrten Kamera, dass es rausfallen kann, einmal drauf. Was man dazu sagen muss, bei den Blasebalgen gibt es große Unterschiede. Ja? Ihr braucht nicht glauben, dass er der Blasebalg von Hama, weil er 15 Euro kostet, was taucht. Ja, wenn, dann solltet ihr euch einen gescheiten Blasebalg kaufen. Wir haben die auch nicht im Vertrieb, muss ich dazu sagen. Das wäre sowas hier. Giotto. Ja, der Vorteil ist davon, der saugt die Luft nicht vorne an. Das heißt, wenn ich jetzt hier gepustet habe und ich halte es zu, dann geht der Blasebalg trotzdem wieder auf. Ja. Das heißt, der saugt die Luft nur von hinten an und der ist also auch richtig kräftig. Das heißt, hier an seinem Bart kann man fragen. Nee. Meine Haare, gehen wir die Haare. Ja, also der ist schon wirklich stark. Das sind welche aus dem professionellen Bereich. Und damit kann ich problemlos einen Staub auf der Kamera entfernen. Holst du mal schnell die M? Ja. Aber wir könnten ja vielleicht Hilfestellung geben, wenn wir so einen besorgen. Vielleicht. Ja. Ich habe Ringfoto nicht. Nee, haben sie auch nicht. Haben sie auch nicht, ne? Wo ist denn jetzt die Kamera? So, ja. So. Er hat es jetzt schon gemacht. Ich zeige es euch später nochmal im geschlossenen Zustand. So kennt ihr es ja normal gar nicht. Wenn ich das Ganze reinigen möchte, mache ich es immer so, wenn ich Staub drauf habe auf dem Sensor, ich nehme die Kamera so nach unten, dass der Staub auch nach unten fallen kann. Das ist wichtig. Ja. Und dann gehe ich hier rein und puste eigentlich kräftig raus, damit der Staub nach unten fallen kann. Und warum ist das ganz wichtig? Auch wenn auf dem Sensor jetzt kein Staub ist, kann der Staub da unten drin liegen. Und in dem Moment, wenn ihr Strom auf die Kamera gibt, passiert Folgendes. Es wird durch einen Stromfluss angesaugt und alles, was in den Käfig da drin liegt, saugt sich auf den Sensor drauf. Drum immer ausblasen, dass da so wenig wie möglich vorhanden ist. Das heißt, der Sensor gibt statisch und lädt sich statisch auf. Und zieht dann alles an, was da drin im Gehäuse liegt, also immer ausblasen. Genau. Alternativ. Kannst du vielleicht noch einmal sagen, wie der heißt, den du empfehlen würdest? Oder ich kann einen Link dann in den Chat schreiben. Also das ist jetzt der Giotto-Patent. Ich weiß jetzt nicht genau, ob es Giottos heißt, ob noch ein S als Apostroph hinten draufsteht oder Giotto. Aber ich vermute, es ist ein S. Ne? Es ist ein S. Als letzte Buchstabe? Ja. Also Giottos. Das war der Boden, ich bin zu schwer. Ich schreibe einen Link in den Chat. Genau, und ich habe mal den Namen in den Chat geschrieben von dem Blaseball. Und ich will es nochmal wiederholen, was der Chef gesagt hat. Wichtig ist, dass der nicht nach vorne wieder was rausbläst, sondern dass der hinten wegtransportiert und nicht wieder nach vorne abgibt. Das ist ganz wichtig. Weil das ist im Prinzip diese Rocket Air, oder? Genau. Genau, diese Raketenform. Genau. Der steht sich auch sauber hin. Genau. Ne, den Pinsel, den roten. Alternativ kann man auch Pinsel verwenden, aber nur, wenn ihr wirklich gute und teure Pinsel verwendet. Die auch antistatisch sind. Also nicht
Also nicht sowas hier. Das ist nämlich der Pinsel von der Kaffeemaschine von uns, ja, wo wir unseren Siebträger sauber machen. Ja, den nicht, sondern solche Pinsel. Und da seht ihr schon den Unterschied. Der ist jetzt von Exacta. Er hat kurze, spezielle Naturhaare, ist unheimlich weich und hat auch eine extra Verpackung, dass er natürlich selber nicht verstaubt. Mit dem kann ich genauso hingehen und über den Sensor streicheln. Also nicht so arg drücken, weil er hat ja natürlich einen Metallschaft. Das heißt, nur die Spitzen verwenden. Genau, das nicht heißt, so wenn ich Druck hier einen Sensor habe, dann kann ich damit fein säuberlich drüber streichen. Wie es abhudeln. Ja. Da gibt es noch eine Stufe höher. Die haben dann einen Stromfluss drin und die sind antistatisch. Die saugen praktisch durch den Pinsel die Fusseln an. Die liegen aber dann weit über 100 Euro. Die gehen, glaube ich, bis 200 Euro. Ja, also die haben wir bei uns in der Digitalisierung oder auch vor dem Analogstore, wo wir Negative auch gleich nach dem Entwickeln digitalisieren. Da haben wir solche Pinsel. Oft sind es aber zwei Pinsel, die so stehen und du ziehst das negativ so durch. Und, ja. Und die werden statisch speziell aufgeladen, damit sie den wegnehmen. Der Blasebalg ist aber im Prinzip besser und sicherer. Ja. Ja? Ihr solltet auch nie mit der Spitze vom Blasebalg hier direkt auf den Sensor kommen, sondern haltet immer einen gewissen Abstand. Wenn schon passiert, ja. Das ist die erste Sache, wenn Staub drauf kommt. Was aber muss ich machen? Ich muss der Kamera auch vorher, wenn ich eine M-Kamera bin, verwende, der auch immer sagen, dass ich den Sensor vorher reinige. Bei der SL sehe ich ja den Sensor, der ist immer offen, ist das kein Problem. Bei der M-Kamera, wenn ich die jetzt normal aufmache, die ist noch, warum ist die noch offen? Weil sonst bleibt ja dein Verschluss nicht offen und du fummelst da drin rum und er geht zu. Ja. Und dann hast du ja gleich das Problem. Genau. Und das müsst ihr immer einstellen. Hängt sie der Vorhang aus. Ja. So. Und so hat es jetzt nicht gemacht. So, das heißt normal, wenn ich die aufmache, seht ihr ja den Verschluss hier vorne. Ja? Den kann ich natürlich auch schon auspusten. Wenn ihr jedoch mit der Spitze hier drauf kommt, ist der Verschluss kaputt. Ja. Das ist auch gleich überlappt. Da habt ihr gleich einmal ein Tausender in Wind geschossen. Und der muss auch so hauchdünn sein, weil der arbeitet ja in der 4000stel Sekunde. Ja, das heißt, wenn ihr hier auspustet, schadet es schon nichts. Ja. Ja, aber dann müsst ihr danach im Menü speziell einstellen, dass ich die Kamera reinige. Und der Chris zeigt euch das jetzt mal. Ich stelle mal scharf. Jawohl. Eben hier den Punkt Sensorreinigung. Und da kann man einmal die Stauberkennung machen. Wenn jetzt ein Objektiv angeschlossen wäre, kann man jetzt noch Stauberkennung machen. Mhm. Das ist eine Besonderheit, die zeigen wir später auch noch. Und dann den Verschluss öffnen. Genau, und Sensorreinigen. Achtung! Ja. Geht nur bei der M10, bei der M11 gibt es diese Stauberkennung nicht mehr, falls jemand das Menü suchen wird. Und dann ist der Genau. Und dann ist der Sensor offen. Und an dem Sensor kann man jetzt arbeiten. Als erstes immer den Staub entfernen. Wir machen das bei uns, das zeigen wir euch später noch zum Abschluss. Wir machen das Ganze bei uns mit der Kompressoranlage. Ja. Wo alles ist, dann können wir das auch ganz in Ruhe ausboosten. Wir brauchen ja nicht ständig pumpen. Dann geht es an die Flecken. Wenn noch welche da sind, kontrollieren wir das Ganze mit einer Lupe. Ja, wir probieren euch das jetzt mal einzufangen. Das heißt, wir haben, hier sieht man es, beleuchtete Lupen. Das Einzige, die was taugen, die sind von Visible Dust und die haben dann auch LED-Beleuchtung drin und so schöne, sauteure kleine Batterien. Aber man braucht sie nicht oft. Für uns ist das Wechsel natürlich schon öfters. Das heißt, ich setze die jetzt mal hier drauf und jetzt müssen wir die Schärfenebene suchen. Und es ist auch nicht immer zwingend notwendig, einen Sensor flüssig zu reinigen. Viel
nützt schon Ausblasen, den Rubber, was wir euch dann zeigen. Und dann müsste eigentlich zu 90% gut sein. Und ab und zu kommt es mal vor, dann muss man dann ran mit Flüssigkeit. Aber das würde ich euch selber nicht empfehlen. Genau. Also die Lupe vergrößert jetzt um einiges. Ja. Damit kann ich nochmal genau nachschauen, wo ist der Sensorschmutz. Bei der M gibt es noch den Vorteil, und das ist die einzige Kamera, die es gibt, die sowas hat, ich kann mir den Sensorschmutz da auch noch anzeigen lassen. Kommen wir da noch drauf, zeigen wir hier, muss man gegen eine weiße Fläche fotografieren, defokussiert mit hoher Blende. Dann erkennt die Kamera den Schmutz und zeigt schon, wo ich reinigen muss. Die SL hat es nicht, die ist aber auch viel weniger von dem Sensorschmutz betroffen, weil es eine interne kleine Reinigung schon eingebaut hat, was bei der M technisch nicht machbar ist. Ja. Also, die zweite Stufe, nachdem ich das jetzt mit dem Blaseball, Kompressor oder mit einem Pinsel gereinigt habe und es ist immer noch Schmutz drauf, dann kann der ganze Schmutz zum Beispiel ein Fingerabdruck sein. Ja? Und bevor man mit der Reinigung anfängt, mit der Nassreinigung das Ganze macht, sollte man vorher das Ganze mit einem Speckwrapper probieren. Und euch gleich ein wenig die Angst zu nehmen, er wird ein bisschen den Sensor anheben, da passiert aber nichts. Ja. Der Sensor ist aufgehangen und der Speckwrapper, der pappt ja ein bisschen. Und wenn ihr den wieder hochzieht, immer ein wenig leicht drehen, ganz leicht kippen, nicht hochstampfen. Genau, bei dem Speckwrapper, ich zeige euch das jetzt mal, ich probiere es, euch das Ganze mal zu zeigen. Wir müssen mal von der Schärfe weg nachziehen, das hat der Manuel, den haben wir jetzt schon schön schmutzig gemacht. Das werden wir mit dem Speckwrapper nicht alles abkriegen. Hat übrigens so einen Hamilton-Effekt wahrscheinlich, der Sensor. Ja, aber ihr seht, der Speckwrapper ist auf einer Seite rund und auf der anderen eckig. Ja, und jetzt kann ich hier drauf gehen, ich muss den gerade aufsetzen und zur runden Seite abdrehen. Ja, und da muss ich natürlich schon bei so einem Schmutz... Ja, und die gerade Kante ist auch dafür da, dass man oben sauber über den Sensor gerade abtasten kann. Ja. Und so kann ich den stärkeren Staub eigentlich wegnehmen. Was wir aber an dem Sensor haben, da haben wir wirklich schon richtige Verunreinigungen. Ja. Ja, also das ist der Albtraum von jedem Leica-Store oder Fotohändler oder wahrscheinlich auch von jedem Customer Care Mitarbeiter. Voll für die Flex. Genau. Und da geht nur das, was der Michel vorhin schon gezeigt hat, nehmen wir hier auch, eine spezielle Nassreinigung. Das heißt, die gibt es aus Michel seiner Heimat, made in Österreich. Die haben sich eigentlich am Markt durchgesetzt und funktionieren auch wirklich gut. Ja, die kann man verwenden. Die haben Reinigung dabei, auch zum Trockenwischen das Ganze. Nachteil ist, wenn man das erste Mal das Ding verwendet, da ist eigentlich ein bisschen immer zu viel Flüssigkeit drauf, weil wie alle Fertigprodukte, die man kauft, trocknen die ein bisschen nach. Ihr könnt die danach auch wieder in dem Aluminiumbeutelchen, also so ein nochmal verwenden. Papier-Aluminiumbeutelchen, wieder genau einpacken und wieder verwenden. Aber innen drin sind im Prinzip die zwei Geschichten. Das heißt, der linke, der auch ein bisschen dicker ist, ich probiere es nochmal hier drauf zu zeigen, ihr seht das. Das ist der dickere, der auch andere Richtung. Der ist ein schwammartiger. Genau, das heißt, es ist wie fühlt sich an wie ein Schaumstoff. Ja, jetzt haben wir es schön scharf, ja, super. Ja. Den und die, wenn ihr den auspackt, ist der mit einer Flüssigkeit getränkt. Ja, den nehmt ihr zum Nassreinigen und danach zum Trocknen ist dieses Teil da. Ja. Und immer wieder mal anhauchen in den Sensor rein und dann trocknen, weil es kann sein, dass der etwas bremst. Und dann einfach immer ein bisschen anhauchen in den Sensor rein, dass noch eine leichte Feuchtigkeit entsteht, dass er nicht so stark bremst.
Genau. Das Reinigungsmittel, was da drin ist, ist eigentlich... ist Isopropanol. Das heißt... Aceton wäre gut. Ja. Einmalig. Ist jetzt so ein wenig zu feucht. Isopropanol ist ein Alkohol. Ja. Ja, beim Reinigen mit Isopropanol bestehen zwei Probleme. Das erste Problem ist, und das größte Problem, ist die Reinheit von Isopropanol. Das heißt, wenn ihr das in so einem fertigen Pack kauft, dann ist alles in Ordnung, passiert nichts. Ja, wenn ihr aber in der Apotheke Isopropanol kauft, müsst ihr darauf bestehen, dass das 99,9% Isopropanol ist. Wenn das was... Ganz kurz, Jan. Ja. Habt ihr die Wet and Dry Sensor Cleaner im Programm oder soll ich den Link zur Homepage von Clean and Green? Die haben wir im Programm. Okay. Ja. Das Isopropanol, weil auch gerade die Frage im Chat kam, 70% oder 90%, selbst 90% geht nicht zur Sensorreinigung. Das liegt daran, weil das muss 99,5% ist das Minimum, was ihr dafür verwendet. Alles andere dürft ihr nicht verwenden, weil der Rest wird oft mit Ölen aufgefüllt. Und dann hast du Schlieren drauf. Und da hat man Schlieren drauf und die kriegt man nicht mehr weg. Du bist verrückt. Ja, und wenn ihr sowas kauft, nur in der Apotheke oder im Fachhandel für Medizintechnik, und dann dem Apotheker nochmal sagen, ihr reinigt Sensoren damit und wenn das nicht 99,5% ist, ist einmal so ein Sensor für 5.000 € kaputt. Ja, darum, das brauchen wir für die Nassreinigung. Man kann auch was mit anderem Nass reinigen, das solltet ihr aber nicht tun, da kommen wir später noch drauf. Ja, das heißt, ich habe jetzt hier den Stick, der ist gedrängt mit Isopropanol. Wir schalten um, hier sehen wir den Sensor und dann wird im Prinzip Folgendes gemacht. Ich gehe immer in eine Richtung von links nach rechts hier drüber. Jetzt sah der wirklich schlimm aus, der Sensor. Darum mache ich hier auch immer noch einen Weg rüber und geht bis zum Rand. Ha, mach den so sauber. Ha, und jetzt seht ihr, ha, und das passiert euch, wenn ihr die Packung aufmacht, das Ding schaut jetzt noch viel schlimmer aus. Ja, und jetzt müsst ihr aber auch relativ schnell hiermit nachmischen. Ja, der ist aber so schmutzig. Der ist eher schon die Beschichtung des Sensors, weil es ein Vorführsensor ist und da sind Beschichtungsabrisse schon drauf. Ja, ihr seht, die Fingerabdrücke sind schon weg. Ja. Und dann gehen wir hier drüber. Das ist jetzt mehr die symbolische Erklärung. Wir zeigen es euch später nochmal mit einer Leica M. Und eigentlich nichts anderes verwenden. Wenn ihr aber die nicht habt, diese Paddel, dann könnt ihr nur eins verwenden. Ihr könnt chirurgische Gase verwenden, also Wundgase, die es im OP-Raum gibt. Die sind absolut steril, fusselfrei und haben können keinerlei Kratzer hinterlassen. Das ist Wundgase, aber nur die spezielle aus dem OP. Das nehmen sehr viele, wo Großformatsensoren haben. Die fuddeln das so zusammen zu einem Ball, tun ein Stück Flüssigkeit drauf und fahren zwei, dreimal drüber. Und dann ist das auch in Ordnung. Das geht aber bei den kleinen Sensoren nicht, weil die Gase da innen aufgeht und dann ist es wirklich Fumble. Das geht ganz schwer. Genau, aber nur, dass ihr gesehen habt, wie das jetzt funktioniert. Aber das ist ja ein S-Sensor, der bei uns auch immer offen rumliegt. Ja, jetzt nehmen wir mal den von der 240er. Ja, jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal. Ich nehme eine neue Schärfenebene. Das heißt, ich gehe hier genauso mit dem Green Cleaner hier rein. Und jetzt seht ihr hier, hier habe ich natürlich schon viel weniger Platz. Und gehe hier immer und probiere mal von rechts nach links und danach immer aufzuhören. Ja. Ganz wichtig ist, wenn jetzt Sand drauf wäre, dann mache ich mein Sensorglas kaputt. Ja. Und ihr seht, warum der noch 10% Wasser hat, weil sonst würde der sofort bremsen. Wenn der absolut, hat keine 10% Wasser. Nein, jetzt 10% der nicht, der andere Flüssigkeit, um das ein bisschen zu bremsen, dass er nicht zu schnell verdunstet. Ja. Sonst können wir es dann immer drüber reiben. Genau, und jetzt habt ihr eigentlich gesehen, jetzt hat man so den Sensor hier komplett sauber gemacht. Ja, das geht relativ schnell, wenn jetzt keine starken Verunreinigungen da sind.
achtet immer drauf, macht sowas auch nur im Notfall, achtet immer drauf, dass ihr von rechts nach links geht und danach immer eine Pause, dass ihr den Schmutz im Prinzip zur Seite schiebt. Ja. Gerade wenn Sand oder so drauf ist und arbeitet da auch sehr langsam. Das heißt, die ersten Male, wo ihr von rechts nach links das Ganze schiebt, mit diesem schaumstoffartigen Teil, macht es leicht, ganz leicht, macht noch nicht viel Druck, damit ihr den Schmutz auf der Seite draußen habt, falls es doch mal ein Sandkorn oder so ist. Und mit dem zweiten nachreinigen. Ja, aber ganz wichtig, es muss 99,5%iger Isopropanol sein oder so eine Packung. Da ist alles drin. Ja. Zwei Gefahren bestehen, wie ich gesagt habe, wenn es nicht 99%iger ist, ist es Öl drin. Ja. Und es gibt Schlieren bei euch auf dem Sensor, wo ihr echt Probleme habt, die wegzukriegen. Da müsst ihr dann zu uns kommen. Das schafft ihr selber nicht mehr. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, was ganz gefährlich ist, auch wenn ihr diese Sachen verwendet. Ihr müsst das Ganze vorher ein bisschen antrocknen lassen, also dass dieses Teil nicht zu feucht ist, weil die Gefahr ist, Alkohol, wenn verdunstet, wird saukalt. Ja. Und wenn ihr das Ding, auch das Teil, auspackt und haut es sofort auf dem Sensor drauf, gerade wenn noch solche Temperaturen sind wie jetzt, ja, da macht es auf einmal einen Schlag, ja, und dann sieht der Sensor nämlich, und hier sehen wir mal einen, der falsch gereinigt wurde, so aus. Dann springt er euch sofort, weil das Glas auf einmal mehrere Minusgrade erreicht durch das Verdunsten von dem Alkohol. Ja, und dann springt einfach das Glas. Ihr kennt es ja vom Auto, wenn ihr jetzt eine Klimaanlage bei der Hitze nach oben blasen lassen würdet auf die Scheibe hin, wird es der Scheibe nicht unbedingt gut bekommen. Ja. Und das ist eigentlich der meiste Fehler, der passiert. Ja. Hier ist der Joachim. Wenn man die Kamera eine Weile nutzt, wird ja der Sensor auch immer wärmer oder das Glas sogar heiß. Insofern die Reinigung am besten erst machen, wenn die Kamera voll runtergekühlt ist. Temperatur auf normale... die Raumtemperatur, wo es vorherrscht. Und auch beide Produkte in der Raumtemperatur akklimatisieren lassen, dass sie dann erst zu verwenden. Ja. Jetzt kam auch noch vom Wolfgang Eckert. Ja, der hat gesagt, er hat nicht geschafft, die Apothekerin zu überzeugen. Sagt einfach, was ihr macht. Ihr reinigt Sensoren von Kameras. Ja. Ja, ich habe jedes Mal, auch wenn ich in die Apotheke gehe, die Diskussion mit der Apothekerin oder dem Apotheker. Und ich sage denen gleich, wir reinigen Sensoren und die kosten bis zu 20.000 Euro. Ja, und wenn da nur ein Tropfen Öl drin ist, dann ist der kaputt. Ja, was passiert dann? Dann sagen alle, ja, dann kommen sie morgen wieder, ich muss es erst bestellen, weil wir haben das auch nicht auf Lager. Ja. Ja, und vielleicht kann man noch dazu sagen, vermutlich sind 90% des Drecks, den wir haben, wenn man das rechtzeitig entfernen würde, also quasi rechtzeitig den Blasbalg oder den Staubsauger benutzt, kein Problem mehr für Nasscleaning, also für nasse Reinigung. Genau. Weil die Nassreinigung braucht man meistens erst in dieser Staub, der am Anfang ja lose da drinnen herumklebt auf der Statik des Sensors, wenn der sich aber über Tage, Wochen, Monate langsam festfrisst, dann brauche ich eigentlich erst die Nassreinigung. Das ist auch das, was ihr auf der Homepage von GreenClean dann lesen werdet, dass diese Wet and Dry eigentlich erst der letzte Versuch sind, wenn ich den Sensor nicht vorher mit Luft quasi reinigen kann. Ob das jetzt wegblasen oder aufsaugen mit dem Staubsauger ist vollkommen egal an der Stelle. Aber wie gesagt, wichtiger wäre, dass man zwischendurch, nach der Reise, vor der Reise einmal drüber geht und nicht von Anfang an wartet, bis man die Nassteile braucht, weil die sind eher die kritischen Dinge. Genau. Und bei Nassreinigung würde ich das Angebot annehmen und in den Store spazieren mit der Kamera. Auf jeden Fall. Ja. Nürnberg ist eine Reise wert für alle, die weiter weg wohnen. Das nächste, was man auch noch sagen muss, der Staub, wenn ich eine geringe Luftfeuchtigkeit eine geringe hätte, dann würde er auch immer oben drauf schweben bleiben. Aber das haben wir nicht. Und je höher die Luftfeuchtigkeit ist, desto eher setzt sich auch der Schmutz auf dem Sensor fest. Ja. Und das Schlimmste, was eigentlich passiert ist,
wenn man mal, passiert mir auch ab und zu mal, eine recht feuchte Aussprache hat und das auf den Sensor kommt, ja, dann kommt er selbst hier mit Alkohol nicht mehr weit. Weil das Zeug frisst sich relativ schnell in das Deckglas rein. Ja, und das sind Säurebasen im Mund und diese Tropfen können mit dem Glas in Verbindung eben so Oxidationen führen oder eben solche Flecken machen, die sind wirklich wie bombefest, da wischst du ewig rum. Genau. Wie hart. Ja, was vom Hans Bernd auch gerade im Chat kam, war sehr gut nochmal als Ergänzung. Haben wir nämlich vergessen zu sagen. Isopropanol zieht die jegliche Art von Luftfeuchtigkeit, bindet die und setzt sich in dem Mittel ab. Das heißt, wenn ihr da Fläschle kauft, kauft auch immer nur kleine und macht die sofort wieder zu. Ja, es gibt, wenn man die zu lange offen lässt. Ja, weil die ziehen sofort das Wasser raus und wenn ihr eine halbvolle Flasche eine Woche lang stehen lasst, dann habt ihr 50% halbvolle Flasche Isopropanol und 10% Wasser dran. Das geht schon innerhalb von einer Woche und wenn ich das Ganze in den Drogen mache, habe ich sogar 50-50 innerhalb von einer Woche. Also da müsst ihr natürlich auch noch aufpassen. Jetzt kommt das Nächste. Wenn ich jetzt so Flecken habe, die ich selbst damit nicht mehr wegkriege, wir kriegen die noch weg. Warte mal, Jan. Ja. Warte mal, Jan, vielleicht kurz, bevor diese lästigen Flecken kommen. Es ist auch manchmal hilfreich, vor allem im Urlaub. Die Hotelzimmer mit ihren Spannteppichen und Pölstern und Bezügen, da ist oft mehr Staub in der Luft als in der Kamera. Und wenn ihr dann die Kamera reinigt, auch wenn man sie nach unten hält, dann kommt der Staub auch wieder in die Kamera rein. Was hilft es? Die Nasszelle. Also quasi nach dem Duschen, dann hast du Feuchtigkeit im Badezimmer und da ist dann kein Staub mehr in der Luft und das hilft dann auch, wenn man dann zu dem Zeitpunkt, wo du noch den Dampf quasi, also nicht zu viel Dampf vielleicht, wo du noch die Feuchtigkeit im Badezimmer hast, dort den Sensor zu reinigen und nicht unbedingt auf dem bequemen, kuscheligen, mit vollen Polstern und Decken bespannten Hotelzimmerbett zu sein. Das ist eher kontraproduktiv, wenn es darum geht, den Staub aus der Kamera rauszubekommen. Also auch das ist so etwas, was man mal lernt und liest und gerne weitergibt, weil das sind so Kleinigkeiten, die dann helfen, den Frust zu vermeiden. Genauso ist für die, die früher noch mit dem DIA-Projektor vorgeführt haben oder mit dem Super 8-Projektor, wenn ihr euch noch erinnern könnt, wenn man sich dann die Leinwand aufgebaut hat, man hat alles dunkel gemacht, sollte man heute auch machen, wenn man im Computer die Bilder anschaut, und ihr habt den DIA-Projektor eingeschaltet, dann habt ihr immer im Lichtkegel wahnsinnig viel Staub gesehen. Dieser Staub, das war nie schmutzig bei euch zu Hause, aber der fliegt überall rum. Da sind ja auch Hautschuppen dabei, was ihr, genau. Die kleben ja dann, da hast du dann das Problem. Ja. Und dieser Staub ist immer und überall in der Luft. Darum sind ja so in den Produktionsräumen bei Leica, wo zum Beispiel die Kameras zusammengebaut werden oder die Objektive, da wird die Luft ja speziell gefiltert und wird ionisiert. Das heißt, der Staub fällt sofort nach unten, dort. Aber ihr müsst dran denken, auch wenn ihr Sensor reinigt, wie der Michel schon richtig gesagt hat, dass da trotzdem immer viel Staub in der Luft einfach ist. Ja, man sieht es heute nicht so, aber früher im DIA-Projektor oder auch beim Videobeamer heute, wenn man darauf achtet, dann sieht man das wahnsinnig. Und darum finde ich zum Beispiel das Allerschlimmste, wenn man an irgendwelchen Messen hingeht und lässt da den Sensor reinigen, weil da ist so, weil so viele Leute da sind, ist so viel Staub in der Luft, das ist eigentlich Wahnsinn. Jetzt gebe ich euch nur einen Tipp. Lasst euch im Baumarkt eine schöne Platte bauen, die genau auf euer Waschbecken passt. Und dann geht ihr in die Dusche, lasst die Dusche 2 Minuten auf heiß laufen, lasst es ein bisschen akklimatisieren und geht dann da rein und macht euren Sensor sauber. Da ist garantiert kein Staub mehr in der Luft, weil der hat sich nach oben gesetzt, weil ja die Wärme eher nach unten geht. Und in dem Bad ist auf jeden Fall der beste Bereich, einen Sensor zu reinigen, wenn ihr kurz mal die Dusche angemacht habt. Und wenn die Kamera zu schmutzig ist, könnt ihr sie ja mal kurz drunter halten. Ja. Nein. Und wenn ihr da heißes Wasser dazu nehmt, ist das auch der Tipp, um unterwegs auf Reisen Sachen zu bügeln. Ja, reinhängen unten noch einen schweren Bügel dran, ist glatt gezogen. Genau, mache ich auch immer, ja. Immer erst, wenn ich ins Hotelzimmer komme und habe Anzugshosen dabei, kommen die ins Bad und ich gehe erstmal duschen. Die fallen von selber glatt. Ja. Aber die Falten im Gesicht, das wird wunderbar. Genau.
Was wir euch jetzt dann nochmal zeigen, wie wir im Leica Store den Sensor reinigen, weil ich kenne noch früher von Gia-Projektoren diese ganzen Staubwirbel. Wir haben extra ein Gebläse, was den Staub aufsaugt. Und bevor wir den Sensor reinigen, läuft erstmal 5 Minuten lang das Gebläse, das ist saulaut. Aber das hat den Vorteil, dass das den Staub relativ, also im Prinzip gibt es da so gut wie keinen Staub mehr in dem Raum. Der ist auch winzig klein mit 1,5 Quadratmetern und das Gebläse ist eigentlich eine Staubabsaugung, auch für Mikrostaub und ist eigentlich für einen Raum mit 15 Quadratmetern vorgesehen. Also wir haben nur ein Zehntel der Fläche. Und dadurch haben wir den Vorteil, dass der ganze Staub, der so rumfliegt, einfach nicht da ist. Und wir reinigen da auch ein bisschen anders. Wir reinigen nicht so, wie ihr das machen solltet. Wenn ihr den auspustet, hier so mit nach unten, ja, sondern wir reinigen das nach oben, weil da der Staub direkt abgesaugt wird und es in das Gebläse reingeht. Ja, jetzt muss ich mal fragen, ob der Chris bereit ist. Wo habt ihr das angeschlossen? Auf 3. Auf 3. Auf 3 sagt er mir, nichts bereit. Die Kamera aktiv? Der andere Sender ist nicht an. Dann machen wir nochmal mein Gesicht. Das ist live. Ja. Das macht das Ganze natürlich. Ja, da kann ich auch mal einen Schluck trinken. Ja, genau. Schon, der Hals ist ganz trocken. Das kann eine Kratze im Hals entstehen, muss man da ab und zu mal anfeuchten. Vielleicht dann nochmal eine Zwischenfrage zu dem Rocket Blower, den ihr vorhin gezeigt habt. Da gibt es ja, wie ihr schon sagt, eine ganze Menge. Ja. Ich denke, dabei war der Hinweis, dass die Ansaugung der Luft hinten passieren muss, oder? Damit man den Staub dann wieder reinzieht. Genau, ja. Oh Gott. Das heißt, das könnt ihr ja dann testen. Ja, weil ich habe hier ein bisschen ein kleineres Produkt, was schöner auch mal in die Händentasche geht. Ja. Das ist lange nicht vorne, aber zieht auch hinten an. Insofern, das funktioniert auch prima. Genau, ja. Wir schalten nochmal kurz um. Sekunde. Schaut super aus. Ne? Nee, noch nichts. Ah, Moment. Aber er hat Übertragung. Ja. Okay, während ihr das probiert, vielleicht noch ganz kurz, Jan, das, was ich gezeigt habe. Ja. Greenclean hat sich spezialisiert, quasi die österreichische Firma, die da kurz hinter der Salzburger Grenze hängt. Genau. Die haben sich spezialisiert auf vor allem luftlosen Cleaner. Das hat ein dünner Plastikschlauch, der die quasi absaugt. Soweit zur Überbrückung, aber mittlerweile scheint die Leitung in den Sensor. Entschuldigt die Störung. So, genau. Hier haben wir im Prinzip unseren Sensorreinigungsraum, wie man auch an dem Werkzeug sieht. Hier werden auch Objektive zerlegt und Kameras teilweise zerlegt. Ja. Wichtig ist, wir arbeiten hier auch mit unserem ganz normalen Werkzeug und haben hier auch noch Werkzeuge, die ihr nicht so verwenden solltet. Ja. Wir haben hier ganz spezielles Licht. Was aus dem Technikbereich kommt, also so eine LED-Lampe kostet dann auch mal schnell 250 Euro. Aber die haben ein sehr helles und ausgeglichenes Licht. Dazu kommt jetzt wird es allerdings saulaut, aber das geht nicht anders. Unser Gebläse. Ja, jetzt ist die Tür nicht ganz offen, also nur, dass ihr mal seht. Ja, das heißt, ja, das zieht. Das zieht also das Papier ganz normal an. Ich habe es jetzt ausgemacht. Das wollte ich euch nur zeigen, dass ihr seht, wie stark das eigentlich ist. Und das sind oben und unten, die Hälfte dieser Box besteht aus Filtern. Ist eigentlich Filter drin, damit eigentlich der Staub gar nicht auf der Kamera ist. Und hier durch das helle Licht hat man natürlich schon einen optimalen Licht, um den Sensor zu reinigen. Ja, was gerne genommen wird und was wir auch nehmen, das sind diese Lupen, ich zeige es nochmal, die haben dann zusätzlich, weil die ja komplett auf den Sensor aufgelegt werden,
noch ein Licht drin und dann sehe ich das Ganze ungefähr 5-mal vergrößert. Und da kann man dann immer schauen, so, wo ist noch ein Schmutz? Ja, jetzt sehe ich hier zum Beispiel noch ein paar Staubkörner. Das brauche ich. Dazu habe ich hier meinen Kompressor. Da ist natürlich keine Farbe drin. Ja. Und kann damit schon den ganzen Schmutz, den ganzen Staub eigentlich rausholen. Ja. Und ihr seht schon, um jetzt hier die Staubkörner. Das geht nie so schnell, so sieht man es eigentlich nicht mit dem bloßen Auge, sondern da brauche ich dann schon eine Lupe und jetzt sehe ich eigentlich, und wenn man den größten Teil gereinigt und jetzt passt er. Gereinigt hat, machen wir auch mal ein Bild von der weißen Wand mit bewegter Hand und dann kann man auch reinzoomen in die Kamera, um wirklich nochmal zu gucken, ist noch was drauf oder nicht. Und jetzt, wenn wir zum Beispiel mal, wenn man fertig ist mit dem Sensor reinigen, schalten wir die Kamera aus. Dann macht sie wieder zu. Jetzt machen wir das, was wir vorhin schon gezeigt haben. Jan, ja. Das, was du da empfohlen hast mit dem Visible Dust, da gibt es mehrere Art von Lupen. Mittlerweile sind die sogar rot und blau. Ist das egal, was man da nimmt? Oder gibt es da eine, wo du sagst, ja, die funktioniert und die andere ist mehr Spielzeug? Ja, man muss immer auf die Sensorgröße achten natürlich. Meistens haben es 8-fache Vergrößerung. Ja, und eigentlich ist es wie überall das teuerste, ist auch das Beste. Und das liegt daran. Von 120 kanadischen Dollar. Ja, das sind die, die auch wir verwenden. Ja. Es liegt auch daran, dass mehrere kleine Elektroden da sind, wo einen geschlossenen Lichtkreis bilden. Die billigen haben zu weite Abstände und machen nur punktuelle Lichter auf den Sensor und das führt dich in die Irre. Und die besseren haben einen ganz homogenen Lichtverlauf, dass der Sensor ganz sauber einheitlich ausgeleuchtet ist. Die liegen halt weit über 100 Euro. Also die für 20, 30 Euro würde ich mir nicht kaufen. Weil du siehst nur Punkte. Ja. Also so ab 120 Euro. 120, 130 gehen die los. Sie gehen auch nur höher, aber das muss nicht sein. Jetzt kommen wir, vielleicht einer schon gesehen, mal zu dem Punkt, den nur die M hat, Stauberkennung. Ja, weil die M ist auch von dem schmutzigen Sensor öfters betroffen. Da, das wählt man aus im Menü und da sagt sie jetzt, wir probieren mal mit der Blende runterzugehen. Macht jetzt. Ja, bitte schließen Sie die Blende bis zum größten Wert. Blöde Automatik von der Kamera. Ja. Jetzt probieren wir es nochmal bis zum größten Wert, 16 oder 22. Und fotografieren Sie eine homogene Fläche defokussiert. Das bedeutet im Prinzip, wenn ihr einen Himmel habt ohne Wolken, ist das das Optimale. Stellt dann auf eine Entfernung von 60 cm oder 70, was euer M-Objektiv kann, nimmt die Blende, die am meisten geschlossen ist, also 16 oder 22, und dann zeigt euch die Kamera an, wo der Schmutz ist. Das heißt, da haben wir doch den Bilderrahmen, der ist doch ideal. Ja, das ist eine schöne homogene weiße Fläche. Kann natürlich sein, dass das Glas jetzt ein wenig spiegelt, aber dann nimm die Wand. So, diesmal. Das wollte ich euch jetzt eigentlich zeigen. Die machen es alle mit Bewegung. Ja, weil wenn man es mit Bewegung macht, wird es eine verwischte, einheitliche, weiche Fläche. So. Es bildet sich ja scharf ab, wenn ein Sensorfleck drauf ist. Und danach zeigt euch die Kamera das hier an. Und da sieht man, die ist jetzt eigentlich optimal gereinigt, da brauche ich nichts machen. Wenn jetzt irgendwo noch ein Staubfleck oder eine Verschmutzung wäre, egal von welcher Art, würde die Kamera mir im Prinzip hier auf den verschiedenen, in dem Feld zeigen, wo die ist. Und damit ihr euch später wieder orientieren könnt, orientiert euch an dem roten Punkt. Sagt dann überhalb von dem roten Punkt, unterhalb von dem roten Punkt, weil den habt ihr hier vorne nämlich auch wieder drauf, weil das Ganze, der Sensor nimmt der seitenverkehrt und kopfstehend auf, ja, wie alles in der Fotografie. Er zeigt es euch bloß hinten am Display dann richtig an und dadurch wisst ihr immer jetzt genau, welche Seite muss ich wie machen. Ja, also da haben wir jetzt mal einen ordentlich gereinigten Sensor. Wenn wir jetzt mal
Ich spucke mal drauf. Ja, also wenn wir jetzt den Sensor mal ein bisschen schmutziger machen, ich mache ihn danach ja auch wieder sauber, dann sieht das Ganze natürlich schon ein bisschen anders aus. Der Chris, hol mal schnell die Kamera. Johann, bei welchen M's funktioniert diese Funktion überhaupt und wo ist der Menüpunkt? Der funktioniert bei allen M-Kameras bis auf bei der M11, weil da mache ich den Verschluss anders auf. Ja. Das ist eigentlich immer der vorletzte Menüpunkt bei der M, ist Sensorreinigung. Diese Fotografierfunktion, was es angeht. Die ist dort dabei, ist dort. Wenn du auf Sensorreinigung gehst, gibt es zwei Menüpunkte. Einmal Stauberkennung, bei der 240er war es auf jeden Fall, bei der M10 ist es auch, also bei den M10-Modellen, M9 kann ich mir nicht erinnern. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, Sensorreinigung, dann geht quasi der Verschluss auf. Aber auch wenn du die Energiesparfunktion in der Kamera aktiviert hast, bleibt der Verschluss offen. Das ist der große Unterschied. Du könntest natürlich auf B in der Verschlusszeit gehen und den Finger drauf lassen. Aber das Risiko, dass der Sensor geht zu, ist riskant. Und die Kamera sagt dir am Ende des Vorgangs oder sagt dir, wenn du dann fertig bist, musst du die Kamera ausschalten. Dann kommt noch, dass er 10 Sekunden runterzählt. Und in den 10 Sekunden solltest du tunlichst alle Finger aus dem Gehäuse draußen haben, weil dann klappt das dann wieder zu. Bei der M11 ist es ein wenig anders. Es gibt den Punkt Sensorreinigung genauso. Ich glaube, auf der letzten Seite oder vorletzten Seite. Dort ist aber so, dass nur der Verschluss offen bleibt. Es gibt keine Möglichkeit, den Staub, so wie jetzt hier bei der M10, im Vorfeld quasi sichtbar zu machen. Du musst selber reinschauen. Achtung, auch da bei der M11 ist es ja so, der Sensor ist permanent offen. Wenn du also eingeschalten hast, das Objektiv abnimmst, ist der Sensor quasi offen. Aber die Energiesparfunktion schlägt zu. Wenn du also sagst, nach 2 Minuten Sensor schließen, weil das halt Batterie spart, dann würde das beim Sensorreinigen locker vorkommen und dann ist halt ja, der Verschluss und der Sensor und was auch immer nicht ganz so freundlich danach. Deswegen diese Sensorreinigungsfunktion klappt quasi den Sensor auf und ich unterstelle den Herstellern, dass die dann auch den Strom aus dem Sensor wegnehmen, weil normalerweise, wenn der Sensor unter Strom ist, wird er ja auch warm. Ich hoffe mal, dass wenn auf Sensorreinigung Menü auswählst, dass der Sensor quasi tot ist und nicht unter Strom steht und parallel filmt, was du mit dem Sensor machst und das an den Support schickt. Also wie gesagt, das sind so die Dinge, die zwei Menüpunkte, die man da verwenden kann. Bei der SL2S weiß ich jetzt nicht, aber ich schätze, die hat auch ein Sensorreinigungsmenü und ich vermute, dass dann, ich glaube, früher war es mit den Fragen mit Stabilisator und so, denke, die SL2S hat ein Sensorreinigungsmenü, weiß ich jetzt aber nicht, hat sie nicht. Okay, was sonst sind die Zeit? Nee, brauchst du nicht, der Sensor ist immer offen. Und du kannst ihn und wieder an- oder auslassen. Ja. Also, aber mit Bildstabilisator muss der Bildstabilisator an sein, dass die Motoren in ihrer. Auch in der Aufhängung. Auch wenn ich da ein bisschen drauf drücke, ist es nicht schlimm, weil die fährt wieder in die Nullstellung zurück. Aber wird der Sensor dann nicht warm, wenn du jetzt nach 2 Minuten putzt, dann muss doch der warm werden, der Sensor. Natürlich wird er ein bisschen warm. Ja, aber 2 Minuten putzen, da ist ja keine Beschichtung mehr drauf. Muss also wir zeigen es euch jetzt nochmal bei der 240. Eine Frage, ne? Ja. Aber wir haben schon mit allen Technikern bei Leica gesprochen und auch bei allen, auch bei Fujifilm in den Kameras, auch bei den GFXen, die ja auch Bildstabilisator haben. Alle sagen, Kamera einschalten, Bildstabilisator muss an sein beim Reinigen. Ja, wenn ich natürlich mit Luft ausblase, dann brauche ich es nicht. Beim Luftausblasen muss ich gleich noch was dazu sagen. Wie in dem Green Clean in dem großen Park, was der Michel gezeigt hat, die dann einen Staubsauger dran haben. Auch früher, auch heute gibt es noch sowas wie so kleine Farbsprühdosen, wo Druckluft rauskommt. Verwendet es nie für die Sensorreinigung. Ja. Wenn ihr das Ding um 30 Grad falsch ansetzt, kommt pures Eis raus. 50 Grad minus oder noch mehr. Ja, und dann habt ihr auch wieder den so einen schönen Sensor mit einem Sprung drin. Und ich hatte das Problem. Ja. Wenn da ein Staubsauger dran ist, der die Luft umleitet, alles in Ordnung, aber verwendet die Dinger nie direkt. Kondensierte Luft, die halt im Eisregen endet. Da ist so, dass wirklich diese Luftdose ist. Das heißt, ich verwende die für außen und vielleicht auch für ist aber trotzdem gefährlich, weil immer so ein Nebel kommt und der Nebel ist
50 Grad. Ja, das ist bei denen eben so, dass die genau garantieren, dass das eben nicht diese Nebelfunktion hat, weil die speziell, ist egal. Und dann gibt es eben noch den Aufsatz, den du quasi auf die Dose draufschraubst und der macht aus der Dose Druckluft quasi. Ja. Genau, aber verwendet wirklich die Druckluft nie. Gar nicht. Ja, ja. Weil das kann ratzfatz zu Eis werden. Ja, wenn wir früher im Motorsport Motoren zusammengebaut haben, haben wir genau die Dinger nämlich immer genommen, die Dichtungen drauf zu kriegen, die wir nämlich eineisen mussten. Ja. Dann haben wir das Ding auf den Kopf gestellt und haben wir schön minus 50 Grad gehabt. Nur weißer Nebel, so schaut dann aus wie Schneeschicht da drauf, wie so eine genau. Eisschicht. Mach nochmal hier, da ist schöner Schmutz jetzt drauf, auf der 240 auf dem Sensor. Haben wir jetzt mal ein paar Staubflecken und der Chris zeigt... Zum Udo, abgesehen davon, dass ich die Dose noch nicht geschüttelt habe, was da rauskommen könnte, ob man in der SL2S die Energiesparfunktion ausschalten muss. Meines Wissens nach bleibt ja der Sensor offen, da kommt ja kein wie bei der M, kein Verschluss oben drüber. Zumindest nicht, wenn du nicht fotografierst, daher müsste es eigentlich offen bleiben. Weil da müsste die Energiefunktion egal sein an der Stelle. So war der Sensor von Michel seiner alten 10R, genau. Oder noch ein schlimmer. Ja, genau. Nee, das ist keine M10R, sorry, was du da in der Hand Nein, ich sag ja nur, deine hat genauso ausgesehen wie der jetzt. So, das passiert. Wir haben jetzt die Kamera hier einfach in dem Raum, vielleicht in den letzten 5 Minuten mit offenem Verschluss stehen lassen. Ja, und ich habe gerade nochmal mit einer kleinen Visible Dust Lupe, die zeige ich euch nochmal, einfach geschaut, ob da auch genug drauf ist für das Bild. Und da seht ihr, da hat Bomben eingeschlagen. Ja, auch von deinen Haaren, es fallen ja Haarschuppen auch runter, wenn du reinschaust in deinen Sensor, da fällt immer was rein. Da leben wir zwei. Ja. Ihr habt trotzdem die Schuppen. Ja. Ich habe so leichte vorne so und in Zähnen. Genau. Aber da seht ihr nur mal wirklich, was, wenn ihr 5 Minuten einen Sensor offen lasst, was da passiert. Ja, Wahnsinn. Ja, und jetzt ist ja hier noch ein relativ sauberer Raum. Wir haben noch Holzboden, Holztische. Ja, aber Staub gibt es überall. Und jetzt sieht man dann, wo ich den reinigen muss. Ja. Im Prinzip überall. Ja, und für die Geschichte unterwegs, Sensor reinigen, da gibt es auch von Visible Dusk, ich zeige es euch schnell, die kleine Lupe, die hat kein festes Auflagemaß, wir haben sie in 3 Ausführungen, da müsst ihr halt mit der Hand. Wie die hier, da kann man sich sogar noch einstellen, je nach Kameratyp, dass die genau auf dem Bajonett ist, sondern bei der, oder bei der hier, die ist für Vollformat, ja, die kann ich also direkt drauflegen und kann dann so von oben schauen. Das ist im Prinzip die kleine fürs Mitnehmen. Und da seht ihr auch, die ist unheimlich schön klein, liegt aber auch, die heißt Mini Quasar. Wir schreiben es gleich in Chat rein. Ja, und da kann ich natürlich dann auch super. Das ist auch von Visible Dust. Ja. Ja, das sind die einzigen, die was eine ordentliche Lichtquelle auch haben. Und damit kann ich nämlich dann hier schön alles kontrollieren. Ja, wir können mal probieren. Versuch's mal hier reinzuhalten, was passiert? Nee, nichts, nicht viel. Ja, man sieht schon, also ich habe jetzt den Verschluss noch zu, man sieht schon, es ist größer und heller. Und auch ein sehr sauberes Licht. Ha. Schreiben wir mal um. Ganz kurz. Ja. Ganz kurz, weil ihr eben sagtet, eine homogene weiße Fläche fotografieren, um dann zu sehen auf dem Monitor der Kamera, wo sich der Staub oder der Fleck befindet. Wir müssen dann aber auch, wenn wir jetzt den Staub oben rechts im Bild sehen, letztendlich ist auch ein Sensor verkehrt, richtig, wenn wir den aufmachen. Genau. Ja, also, darum habe ich ja gesagt, am roten Punkt orientieren. Ja. Dann muss ich nur noch oben und unten vertauschen. Ja, okay. Ja, weil es Vorsicht, ist immer. Vorsicht. Aber du siehst mit dem bloßen Auge meistens schon, wenn du so einen Flecken hast und du weißt, der ist auf 3 Uhr, dann gehe ich halt da rein. Ja, Vorsicht, bei dem Testbild, das er macht, da siehst du das richtige Foto.
Ja, ja. Also ja, ja. Nur wenn du auf deinem Foto im Photoshop siehst, da ist links oben ein Eck, dann musst du am Sensor an der anderen Stelle suchen. Das Testbild bei der M, das da entsteht, das ist das Fleckenbild, ja. Das ist quasi schon richtig. Das ist so seidenrichtig, heißt es. Ja. Er macht das richtig, er konvertiert das quasi. Ja, ja, bei der M hast du das Testbild, bei der SL oder bei der CL hast du einfach ein Testbild. Genau. Aber wenn du sagst, du siehst den Dreck, dann siehst du ihn wahrscheinlich auch mit freiem Auge schon am Sensor. Ich muss gestehen, Lupe hatte ich bisher nie verwendet, um die Sensoren zu reinigen, weil den Dreck, den du dann merkst und dann auf die Idee kommst, hoppala, du musst den Sensor reinigen, der ist dann in der Regel auch schon mit dem offenen Auge sichtbar. Auch wenn du meine M10R da zerlegst. Ich weiß, dass die nie so dreckig war, wie das, was du gerade gezeigt hast. Nee, das sieht mit dem Auge gar nicht so schlimm aus. Wir zeigen es einmal mit offenem Sensor. Du hast die gekriegt, aber das Testbild garantiert nicht so. Ja, da waren zwei weiße Punkte. Aber auch, wenn ihr den Specker habt und ihr macht jetzt nur am Anfang mit dem Lauf den ganzen Sensor ab, mit der geraden Kante, einmal ringsrum, einmal in der Mitte und dann habt ihr eigentlich normalerweise zu 99% alles erwischt. Und da muss ich jetzt nicht den einen Fleck suchen, da tippe ich halt. Das dauert 10 Sekunden, wir halt einmal nochmal durch. Wir probieren das jetzt nochmal zu zeigen, wie der Sensor ausschaut. Ein Fleck haben wir nämlich extra mal drauf gemacht. Und auch noch wichtig beim Specker, da gibt es ein Papier, das hat eine Klebefläche. Jedes Mal, bevor ihr den benutzt, einmal über die Klebefläche ziehen, dass er vor dem Specker diesen Staub wieder entfernt. Weil der ist ja auch da drauf. Den sammelt ihr ja da drin ein und der hängt dann auf eurem Gummi. Da ist er. Machen wir ohne das Licht, dann machst du was besser. Ja, jetzt seht ihr hier einen großen Staubkorn, haben wir nämlich extra drauf. Man muss von der Seite leichtes Licht, dass man die Kante sieht. Jetzt sieht man. Aber wir haben noch viel, viel mehr Staub drauf gesehen, was wir nämlich ohne Lupe gar nicht so sehen. Ja. Und jetzt haben wir aber schön, weil wir gerade schon so einen wirklich schmutzigen Sensor gesehen haben, können wir jetzt Folgendes machen. Jetzt können wir euch die Putzfortschritte zeigen, was ihr machen könnt. Das heißt, den ersten Schritt, den wir machen, wir nehmen hier den Blasebalg und tun hier richtig, und ihr seht schon, dass der Käfig sauber wird einfach. Wir machen erst den Stall sauber und dann die Kuh. So, haben wir gleich Krafttraining gemacht. Ja, jetzt sieht es schon besser aus. Jetzt setzen wir gleich wieder das Objektiv drauf. So, jetzt zeigt die Kamera hinten an. Ja, einmal, wenn ich sie heute richtig hinstelle, und wenn man mal wieder die Schärfe, Entschuldigung. Sensorreinigung, bitte Kamera abschalten, dann schaltet man die ab. Dann hat man die 10 Sekunden Zeit oder 20, die der Michel gesagt hat, weil sie sagt, Sensorreinigung bitte sofort beenden. Jetzt gibt es mit der Zeitpuffer. Also genau. Er schießt nicht ganz zu. Und jetzt macht der Chris nochmal an der weißen Wand, die wir hier haben, genau dasselbe Bild. Als Tipp noch, wenn ihr jetzt zum Beispiel diese Funktion nicht habt bei der SL, ja, dann nehmt einen strahlend blauen Himmel, nehmt die Blende 22, tut das Ganze schon viel besser. Ja. Tut das Ganze in den Himmel fotografieren und stellt nur 1 oder 2 Meter Entfernung ein, nicht unendlich. Und schaut dann das Bild am Computer an, dann seht ihr das genauso, als wie ich hier sehe. Jetzt haben wir gesehen, jetzt haben wir den Schmutzer wahnsinnig gut weggekriegt gegenüber davor. Ja. Jetzt machen wir nochmal dasselbe. Schau doch mal auf Sensor. Ist die Schutzfolie auch ein wenig schön, dass so verschmutzt ein wenig? Ja, natürlich. Ja, das ist noch ein wenig täuscht. Nee, die schwarzen Punkte bleiben ja. Ne, die bleiben da. Ist offen? Ja. Genau. Jetzt machen wir was, und das habe ich auch noch nie probiert, weil wir es normal nie verwenden. Jetzt probiere ich mal den schönen, sauteuren Pinsel. Ob es besser wird, ich glaube aber fast, es wird schlechter. Vielleicht, wenn ihr das macht, tu den Pinsel vorher auch mit dem Druckluftspray sauber machen, dass der wirklich auch erst einmal staubbefreit ist. Aber um die Ecke habe ich jetzt nicht gesprochen. Ja, das weiß man nicht. Udo hat noch zwei Dinge. Mhm. Vorher war es auch Udo, oder?
Nein, Entschuldigung, zuerst war Peter noch, der wissen wollte, ob du irgendeine Idee hast, wenn du die Objektive im Freien nutzt, damit eben wenig, ja, sagen wir mal, Dreck zwischen Objektiv und Kamera reinkommt. Vielleicht muss man auch dazu sagen, dass ja die Objektive selbst auch den Staub ins Gehäuse transportieren können. Das ist die eine Frage. Und die zweite Sache von Udo noch, dass man aufpassen muss, nicht sofort in Panik zu verfallen. Ich formuliere das jetzt ein bisschen anders, Udo, Entschuldigung. Nicht in Panik zu verfallen. Es könnte auch sein, dass das ein Vogel am blauen Himmel war, der sich da als Wurm... Also wir haben das halt in Regensburg überhaupt der Donau, wir haben so viele Vögel und ich habe mir die SL2 gekauft, ja, das ist geklappt, aber wir hatten ja was verkauft und nie mehr den Jetzt fällt noch die Antwort, was wir machen bei den Objektiven. Jan? Die Objektive, also Entschuldigung. Ja, wechseln. Wenn wir das bei uns abgegeben wird, reinigen wir auch alle Objektive und besonders hinten beim Bajonett. Oder wenn schmutzig sind, neu kaufen, waren wir auch da. Ja, nee, wir reinigen die. Und da ist eigentlich so ein Pinsel, wie wir verwendet haben, ganz gut. Ich war auch überrascht hier vom Pinsel. Es kam eigentlich nichts dazu. Wir haben aber den Staub eigentlich nur zur Seite weggeschoben. Ja. So ein Staub, wenn man es auch merkt beim Sensor reinigen, der sich bewegt, den reinige ich nicht nass. Weil da habe ich immer viel zu viel Angst. Also das Sensorreinigen ist im Prinzip so eine Ausprobieren und so weiter. Ja. Auch mit einer SL rennen wir dann die ganze Zeit raus und fotografieren den Himmel. Damit wir auch mal sehen, was für ein Schmutz das ist. Hier sieht man jetzt, das ist nur loser Schmutz, Staub, kann aber auch Sand sein. Oder Mikro- oder Quarzsand, was das verkratzen könnte. Und wenn wir merken, wir verschieben das Ganze nur, da arbeiten wir dann so lange mit dem Kompressor, bis das dann weg ist. Ja, also da fangen wir nicht mit der Nassreinigung an. Das machen wir wirklich nur... Zum letzten Punkt. Und wir sehen es ja, wenn wir vorher das mal ausgeblasen haben und dann nochmal so ein Bild machen, dann sehen wir, ist jetzt doch was Hartnäckiges an derselben Stelle, obwohl ich da voll drauf geblasen habe, dann weiß ich... Ich komme ums Nassreinigen hier drum. Darum ist die Sensorreinigung, was man noch dazu sagen muss, ist immer so ein Prozess. Ich kann da, wenn ich jetzt unterwegs bin, kann ich es vielleicht mal kurz ausblasen. Aber wenn ich das wirklich gewissenhaft mache, braucht man dafür gut 20 Minuten Zeit, muss man dazu sagen. Auch wenn es nur so leichte Verschmutzungen sind, weil ich will den ja dann wirklich auch sauber haben. Und nur wenn feuchte Spuren sind, die sich nicht bewegen, dann nimmt man erst einmal die Nassreinigung. Ich hatte wirklich einmal so einen Fall, der war wirklich in der Wüste Gobi mit der Kamera und ich habe die nicht gereinigt. Ich habe es abgelehnt, weil das mir zu riskant war. Wenn das, so, das sind ja Kristalle, was da in dem Quarzsand drin sind. Und wenn du einen einzigen hast, bin ich der Loser, wenn ich den da durchschiebe. Ich habe das eingeschickt zum Reinigen ins Werk und habe gesagt, das mache ich nicht. Da ist dann ein Kratzer drauf. Ja. Also wenn jemand wirklich in so einem sandigen Urlaub war, würde ich es einschicken. Ja, und am besten kein Objektiv wechseln dann. Wenn du sowas machst, dass du in die Wüste gehst, lass eine Optik drauf und fass die Kamera nicht an und mach das ja nicht runter. Ja, jetzt hört er schon Chris, der hat die Staubabsaugung laufen, darum ist bei uns ein wenig lauter und wir probieren jetzt die restlichen Staubkörner noch wegkriegen. Und dann seht ihr, selbst mit unserer professionellen Ausrüstung ist das nicht so leicht. Jetzt gibt es aber noch Flecken, die kriegt ihr mit Isopropanol oder auch dem Green Clean, da ist im Prinzip auch nichts anderes drin, nicht weg. Da gibt es dann noch eine stärkere Sache, die ihr aber eigentlich nicht verwenden dürft. Das ist jetzt wirklich nur, wenn einer mal im Kriegsgebiet ist und es gibt wirklich keine andere Chance oder er möchte die Bilder nicht retuschieren. Das ist Aceton. Aceton, da braucht man eine spezielle Ausbildung dafür. Wir haben die gekriegt von der Firma Leica, wenn man damit Sensoren reinigt. Das Problem ist, das Zeug tut noch mal 5 bis 10 Mal schneller verdampfen. Das verflüchtigt sich in der Sekunde, wo es das so drauf ist, ist schon weg. Isopropanol, also Alkohol. Also die Gefahr ist dann noch mal viel, viel größer, dass der Sensor springt. Und das nächste ist, wenn ihr damit
auf einen Kunststoff kommt, löst er sich sofort auf. Ja. Ja, das heißt, wir haben ja bei den Sensoren... Du hast ja oben auch eine Gummilippe, wenn du da oben hinkommst. Genau, wir haben bei den Sensoren, wie jetzt zum Beispiel bei einem S-Sensor, bei allen Arten von... Das muss man ja noch sagen, das sind ja noch RGB-Sensoren, ja, keine CMOS. Hat man es hier so Gummilippen, ach, das ist so CMOS, wo haben wir den RGB? Hier. Das ist den RGB und da haben wir so schöne Gummilippen und wenn dann mit Aceton drüber geht und diese Lippe erwischt und länger wie 10 Sekunden drauf ist, der hat dann nach 2 Jahren Sensorrost. Mhm. Ja? Die moderneren Sensoren sind besser, aber wenn ihr irgendeinen Teil oder bei einer M10 schon den Belichtungsmesser damit erwischt und drüber geht, der ist kaputt. Ja. Der geht die Sonde nicht mehr durch. Genau. Chris hat jetzt nochmal ausgepustet den Sensor. Jawohl, ein bisschen was haben wir noch drin. Nee, da ist nichts mehr. Oder ist das nur der Schmutz? Ja, eine ist ja, das ist Stackless. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Genau. Täuscht das nicht, die Folie ist schon älter. Genau. Aber so haben wir eigentlich, wo vorher die absolute Bombe eingeschlagen hat, haben wir das nur mit Luft wegbekommen. Willst du nochmal zeigen? Ja. Genau, ja. Ja, das ist unterm Glas. Ja, zeig das schneller, das kann er was sitzen und weg. Ja, nee. Aber habt ihr gesehen, der hat den schon ganz sauber gemacht. Ja, also wenn euch irgendeiner sagt, der reinigt mit Aceton. Man ist ja Cowboy. Ja, sowas im Werk machen lassen oder wer wirklich vom Werk, von einem speziellen Kamerahersteller die Ausbildung hat. Und da sind wir uns auch nicht zu genannt zu sagen, das geht uns, ist uns zu hoch, das schicken wir. Wir könnten das wahrscheinlich, aber wir da ist ein Risiko drin. Also wie der Sebastian und ich, wir haben ja die komplette Ausbildung, wir waren 1,5 Tage nur im Customer Care. Ja. Und der John damals auch. Warst du, war das bei dir auch mit drin? Ich habe das auch gehabt. Ja, ihr habt es ja auch alle gehabt, also wir können das. Du hast aber trotzdem ein Geschmäckle dabei, ne? Es ist nicht so, dass das ganz ohne Angst geht. Darum sind wir sehr, sehr gewissenhaft und machen erst einen ganz schematischen Aufbau bis zu dem Punkt hin, wo wir sagen, jetzt müssen wir in die Trickkiste greifen und dann geht es halt nicht mehr anders. Aber wir machen das dann schon mit Bedacht und sammeln uns auch vorher, bevor wir da reingehen und machen den Raum nochmal komplett steril, sauber, was alles geht und dann fassen wir da rein. Genau. Vom Udo war noch die Frage mit Methanol. Methanol hat immer ein bisschen Öl mit drin und das schmiert. Ja, ich weiß nicht, ob man das so hochprozentig kriegt wie Isopropanol. Ja, ich täte mich mit Methanol nicht dran drauf. Ja. Mir geht jetzt auch ein wenig im gesundheitsschädlichen Bereich rein. Ja, das atmest du ja auch alles weg. Also, naja, Äther wäre auch nicht schlecht. Hast du wegen der Ruder noch? Nee. Genau, wenn ihr hier sowas seht, das ist Aceton, kriegt man. Wenn jetzt der Schmerz ausgeht, kriegt man schon gerade mit 99,5. Genau. Das ist, es gibt kein 100. Nee, auch beim Isopropanol ist 99. Ja. Seht ihr die Augen, die glänzen? Es riecht so gut wie der Modellbaukleber. Ja. Genau, aber ich würde es keinen empfehlen, damit kann man echt viel mehr Schaden anrichten. Dann lieber die Bilder reduzieren oder Kamera tauschen. Nein, offenblendig fotografieren. Das ist das Einfachste. Nimmt nichts über Blende 8 oder noch besser noch über 5,6. Dann habt ihr auch gar keinen Sensorschmutz drauf. Egal wie. Schärfe bildet sich erst ab, umso mehr du abblendest, dann kommt es durch halt. Ja. Jan, du hast gesagt, man soll schauen, dass die Sucherlupen, dass die Lupen zum Anschauen quasi die Größe vom Auflagemaß haben. Mhm. Weißt du, ob diese Visible Dust alle für Vollformat geeignet sind? Denn ich finde zwar quasi die Außenmaße von dieser Mini, zum Beispiel Mini. Ja, die Mini. Nur der Sensor, das Bajonett. Das größte Bajonett, was ist Canon, was das hat. Und die Lupen sind fürs größte Bajonett ausgelegt. Nee, da brauchst du auch den Abstand. Den Abstand, dass der halt wieder stimmt zum Sensor runter. Das heißt, die Quast Mini. Moment. Wenn ich die drauflege und das Auflagemaß ist kleiner, das sind ja die LEDs außerhalb, dann leuchten die ja nicht mehr in den Sensor rein. Ja, aber dennoch kriegst du schon ein bisschen Licht rein, dann verschiebst du es ein bisschen nach links.
Also man das heißt, diese Mini-Quasar, siebenfach steht er hier bei Amazon. Ja. Schau, die sind konisch angebracht. Die, sind, die haben einen Winkel von 30 Grad und leuchten nach innen zum Mittelpunkt rein. Ja, du hast welche mit rund und ich rede jetzt von der Mini. Die ja, Mini. Das haben wir nur vier. Die Mini hat kein Auflagemaß. Das ist eine reine Handlupe. Okay, das haltest einfach nur hin und ja, genau, die wäre eigentlich auch. Du fokussierst einfach den Abstand, bis es scharf wird. Okay. Genau, wie früher bei der Leselupe. Bloß, dass er halt das Licht unterstützend hat. Ja. Und aber auch so im Winkel, also nicht so gerade runter geht, sondern so, so leicht schräg. Ja. Und die Mini von der, die ist eigentlich für ABS-C ideal bei Vollformat oder Mittelformat, muss ich dann schon ein bisschen hin und her gehen. Aber das ist halt wirklich als Reiselupe gedacht. Weil das ist ja auch ein fixer Abstand, der wo dann die Schärfe gibt. Das sind meistens 3 cm. Genau. Und die zweite, die ich in den Chat geschrieben habe, die Visible Dusk Quasar R Sucherlupe mit fünffacher Vergrößerung, das ist die mit den vielen LEDs. Allerdings sind die, ich habe die blaue nicht mehr gefunden. Ich weiß, die gab es einmal in Blau. Die Fotos, die man jetzt findet, sind rot, weil das noch besser den Staub anscheinend darstellt. Da gibt es sogar noch Polarisationsfilter. Ist auch ja. Aber waren die auch nur um die 130 Euro oder hast du einen Preis gesehen? 128. Ja, ich habe nur 130 im Kopf. Ja, das ist schon der also es gibt ja, das ist zum Beispiel auch noch eine ABS-C-Lupe, die haben wir uns vorhin... 14 weiße LEDs, 7 plus 7. Genau. Okay, passt, dann habe ich das richtig erwischt. Ja. Genau, das ist zum Beispiel eine ABS-C-Lupe, die geht für alle ABS-C-Kameras. Weil da kann man hier... die Andrea, du hast jetzt die CL, da wäre jetzt das praktisch für die CL passend. Genau, und da kann ich auch noch die Bajonett-Einstellung genau feinjustieren. Ja. Und das ist die kleine Vollformatlupe und die hat aber die großen LEDs drin. Die wird eigentlich von den meisten verwendet, die Sensoren reinigen. Und dann gibt es das, was der Michel gerade noch gesagt hat, mit mehreren kleinen. Ja, das ist halt immer wie die, was die gerade Neues ausbringen. Auch wenn wir jetzt das Technische erwähnt haben, gehe ich nochmal auf den Chefsaal erste Auskunft zurück. Unsere Kunden, wo das bei uns gekauft haben, die kriegen das der Lebenszeit von der Kamera auf jeden Fall gereinigt. Da müsst ihr euch jetzt diese Anschaffung nicht machen. Darum haben wir die auch, wir haben zwar im Sortiment, dass man eine Sensorreinigung macht. Das ist genau das, wo man sagt, mit dem Rubber, das kann ich alles selber machen. Wenn es aber zu, wenn es euch zu heiß wird, dann gibt es ab. Genau. Wenn ihr die Kamera bei uns gekauft habt, dann ist es eher Leben lang umsonst. Weil nochmal die Frage war, mit Ethanol, also 99,5%iger Alkohol, den könnt ihr verwenden zum Normalreinigen. Achtet bloß drauf, das ist gerade nicht vorher im Kühlschrank stand noch das Ethanol, dann feuert es richtig dass das alles ungefähr dieselbe Temperatur habt und verwendet nicht zu viel. Ja. Weil das in den ganzen Reinigern... Da ist weniger oft mehr. Also da ist wirklich, auch wenn es selber die Spitzen antaucht, nur vorne, minimalst eine kleine Spur. Nicht den Pedal da eintauchen, weil ihr tut ja oft das dann in so ein kleines Schälchen rein, die Flüssigkeit, und dann tippt er mit der Spitze von dem Paddel rein. Aber das muss nur hauchdünn sein. Es darf nicht zu viel sein. Ja. Weil sonst schmiert ihr ewig Flüssigkeit da drin umeinander, das trocknet nie ab. Und dann kriegt ihr die Schlieren. Und wenn ihr dann so seitlich reinschaut, seht ihr überall so blaue Schlieren rüber. Und das ist einfach daher, weil ihr zu viel Flüssigkeit genommen habt. Was mir vorhin von Michel noch angesprochen wurde, was und ich glaub, so... Und glaubt mir, wenn ihr einmal diese Schlieren seht, dann wird euch warm. Ja, weil die kriegst du ewig nicht weg. Beim ersten Versuch. Es geht dann beim, ist dann Gott sei Dank noch weggegangen, aber beim ersten Versuch war das schon so. Und dann immer anhauchen und versuchen mit dem Anhauchen wegzukriegen. Nicht nochmal Flüssigkeit drauf, weil das wird ja ewig. Das wird immer schlimmer. Wird immer schlimmer. Ja. Also da, wenn ihr das erste Mal so einen Green Cleaner verwendet, wird es euch mal warm und kalt. Ja. Ja, ging mir auch so, muss man ehrlicherweise sagen. Entschuldigung, habe ich eben anhauchen gehört? Ja, aber nicht mit Spucke, sondern wirklich nur einen Atem anhauchen. Ich wollte sagen, also das ist dann schon okay. Also nicht, sondern du, wirklich nur anhauchen, dann kommt das und das seht ihr ja, wie das dann wieder leicht feucht wird und dann fahrt ihr nochmal drüber und es langt dann oft, um die Schlieren zu entfernen. Das macht man auch oft beim Objektivreinigen. Ich probiere das mal zu zeigen. Ha. Oder mit meinem kleinen Enkel, da mache ich es auch, aber dann mache ich dann. Das heißt, man geht so rüber. Und wie bei der Alkoholkontrolle. Ja, und dann seht ihr, das verschwindet eigentlich relativ schnell.
Aber in einem kurzen Moment habe ich Feuchtigkeit drauf. Und es lang. Das kriegt es eigentlich echt gut sauber. Sonst ist ja wieder zu viel. Und die modernen Objektive, die sind hart, wirklich ganz harte Vergütungen haben die drauf, da kriegt er keinen Kratzer. Bei älteren, die 30 Jahre oder älter sind, sieht es ganz anders aus. Ja. Was wir aber vorhin elegant umgangen hatten, weil ich keine Kamera da hatte, war die Frage, was soll ich denn machen, wenn ich jetzt unterwegs ein Objektiv wechsle und ich muss es jetzt unbedingt wechseln. Als Tipp, viele von euch haben ja den Easy Slider, da geht es schön, da binde ich nämlich meine Kamera hier so oben nach hoch hin und wechsle im Prinzip dann, ich muss jetzt nochmal meinen Knopf suchen, so die Objektiv und Kamera. Das heißt, dass das Kamera immer nach unten schaut. Ja, außer es sind natürlich jetzt Wirbelwinde, die hier hochgehen, aber meistens fällt der Staub nach unten. Das ist besser, als wenn ich so mache oder so oder so. Ja, da fange ich eher noch den Staub ein. Also halte das Ganze unten und setzt dann euer Objektiv dann auch wieder so ein. Zum Objektiv reinigen, Frontlinse und so weiter, ist, oder auch wenn ihr jetzt die Kamera abstellen müsst, stellt die im Prinzip so flach hin. Ja, das ist wieder falsch reingestellt, haben wir heute die Kamera anders. Oder was der Chef vorhin gesagt hat, wenn ihr eure Tasche gescheit sauber macht, könnt ihr das auch mal das Objektiv und die Kamera in die Tasche reinhalten und dann das Objektiv wechseln. Ja. Aber da muss es sauber sein. Das heißt, die steht jetzt auch ohne Deckel, ohne alles, direkt nur auf der Holzplatte. Ja. So, wenn ihr jetzt ein Objektiv habt, dafür sind eigentlich die Pinsel das Ideale zum Reinigen. Da beschädigt er auch nichts, weil das sind ja überall... Gut, beim M-Objektiv ist alles rein mechanisch, aber auch beim SL-Objektiv habt ihr elektronische Kupplung. Die macht ihr alle so, auch wenn ihr Sensor reinigt, so sauber. Warum ist denn das so schmutzig? Ach, Achtung, wenn du das machst, dann hast du garantiert danach Öl auf dem Pinsel da und mit dem sollte man nicht unbedingt den Sensor reinigen. Nee, aber ich weiß nicht. Das ist was anderes. Ist das schon ein wenig Vergütungs? Nein, nein, das hör auf. Das ist 3 Jahre alt, das Objektiv. Das hat schon. Ja. Und da gibt es von Leica auch so wunderschöne Reinigungsstücke. Bring mal das 400er Schmirgelpapier vom Obi. Ich habe 3 Tauber da. Ja, und jetzt ist es wieder sauber. Aber da könnt ihr dann wirklich hier... Das ist ja mal für den groben Staub wegmachen. Das hat jetzt irgendwo... Hat der Pinsel jetzt schon was abgekriegt? Obwohl der total trocken ist. Ja, aber geht nicht mit den Fingern an die Pinsel, weil du hast ein Hautfett und das überträgst dann den Pinsel und der überträgt es dann an die Linse und dann hast du diese Schlieren. Das war jetzt wirklich nur, weil man mit dem Pinsel so leicht über die Finger drüber ist. Probier es nochmal sauber zu machen. Das ist jetzt wirklich schlecht darzustellen, weil zu viele Spiegelungen im Raum entstehen. Nee, das ist gut. Jetzt sieht man ja, nee, jetzt sieht man ja schon, dass es sauber ist. Ja. Wenn ich jetzt mit dem Pinsel, den ich nur 2-mal vorher angefasst habe, seht ihr das, wie matt das jetzt hier ist? Ja, das ist das Hautfett an der Hand. Sobald du einmal einen Pinsel anfasst, kannst du da nicht kicken. So, den können wir jetzt wieder ins Drogeninstitut schicken zum Isolieren. Der wird zum Lauterbach geschickt, der kann ihn sauber machen. Aber der schickt uns dann in Quarantäne davor. Der Pinsel ist verseucht. Genau, jetzt haben wir es wieder sauber, es sind nur noch Lichtreflexionen. Also dafür nehmt dann am besten, also natürlich einen Pinsel, der sauber ist, und dafür nehmt er dann die Reinigungstücher von Leica. Die haben ja auch Genüge da. Ja, weil das sind natürlich Mikrofasertücher, aber wirklich ganz, ganz weiche. Ja. Ja, was ihr nie nehmen dürft, es gibt im Prinzip 2 Arten von Mikrofasertüchern. Es gibt einmal die weichen, die könnt ihr nehmen. Linsen werde ich damit eher weniger machen, wenn dann höchstens mit dem Brillenputztuch vom Optiker. Weil die meisten Kunststoffbrillen noch viel weicher sind wie alle Objektive, gehen die auch. Aber was ich immer mache, wenn ich ein Mikrofasertuch teste, ob das gut ist oder nicht, ich fahre so mit der Hand drüber. Und wenn dann, wenn ich schon merke, dass die Hand so ein bisschen dran hängen bleibt, dann sind das große, grobe Mikrofasertücher, die sind wunderbar, um daheim zu putzen, ja, haben aber bei Kameras gar nichts zu suchen. Auch nicht, um die Kamera von außen zu reinigen, da wirklich dann immer nur die weichen nehmen.
Ja, da habe ich eine kleine Episode. Ich habe meinen Lehrling, den seine Eltern waren Juweliere, und der hat von seinen Eltern ein Juweliertuch mitgenommen. Und das Juweliertuch ist zum Silberpolieren. Und da ist eine ganz feine Granulatpaste drin, und der reinigt die Linsen damit. Ohne Witz. Das war die Hölle, wie wir das gesehen haben. Das, in dem Silberputztuch ist halt Granulat drin. Ja. Fühlt sich auch weich an, und er hat die Linsen mit dem Silberputztuch gemacht. Ja. Genau. Ja, wir haben schön geglänzt hinterher. Ja, das hast du gar nicht mehr weggekriegt. Genau. Gut. Ich bastle mir ein Tamba sozusagen. Ja, auf jeden Fall, auf Dauer auch. Nee, das ist ja das, weil die meisten Leute, muss ich jetzt mal sagen, das Tamba nicht verstanden haben. Weil das Tamba ist eigentlich ein Objektiv, was auf den Punkt genau scharf ist, wo ich scharf gestellt habe. Aber das Tamba ist so konstruiert, dass, ich sage mal, ich fotografiere jetzt mit Blende 2,0 und dem 90 mm Brennweite, mache ich jetzt ein Porträt, nur Kopf. Kriegt man schön drauf mit 2 Meter Abstand. Ist wunderbar, das ist der optimale Abstand, wenn man Porträts macht, kann man mit der Person noch sprechen, man ist nicht so nah dran. Und ich mache das mit 2.0, dann habe ich aber das Problem, dann kriege ich vielleicht das Auge scharf, die Nase ist aber schon vollkommen unscharf. Ich habe aber hinten ein wunderschönes, herrliches Bokeh. Das heißt, der Hintergrund ist verschmilzt vollkommen. Wenn ich jetzt dieses Bild genau mit 2 Meter Abstand mit dem Tamba mache und ich nehme Blende 8, dann sind die Augen scharf, die Nase ist zu 90% scharf, nicht zu 100%, wie als wenn ich das 2090 für M abblenden würde oder für SL. Aber mein Hintergrund ist genauso verschwommen und unscharf, als hätte ich die Blende 2,2 verwendet wie beim Tamba. Das ist der Vorteil vom Tamba. Es ist ein bisschen weicher, aber es macht trotzdem, wenn ich ablende, auch so einen wahnsinnig wunderschönen Hintergrund. Ja. Das haben viele beim Tamba leider nicht verstanden. Und schade, haben sie es ja wieder raus. Ja. Ja, noch eine Meldung von 10XNX0 zum Thema Nassreinigung bzw. Reinigung von der M. Gehst du da nochmal drauf kurz ein? Ich glaube nämlich, dass das einer der Gründe ist, warum man vielleicht eher mit dem Staubsauger arbeiten sollte, mit der Druckluft oder mit Luft, die das eher verteilt und bis hinauf in irgendwelche Sucherkästen schieben könnte. Aber da weißt du mehr. Nee, also den geringen Abstand zur Rahmenkante, den geringen Abstand, dass am Sensor rechts und links ganz wenig Platz ist, haben eigentlich alle Kameras. Der Sucher ist eine komplett getrennte staubdichte Einheit bei der M seit der M240. Da geht sicher kein Staub rein. Holst du mal den Sucher? Wir holen euch mal einen Sucher. Wir haben so einen Sucherblock da. Also das kommt macht der Staub gar dann nichts. In meinen Sucher rein? Nicht von vorne, sondern von hinten, oder? Also da ist Staub drin. Ja, so. das kann sein, wenn dann von hinten. Okay. Aber du meinst, das ist von mir die Nachricht. Ich rede echt vom Sensor. Die M hat einen Sensor, der ist geringfügig größer als der Bildrahmen. Genau. Der Bildrahmen, das heißt, unter dem Bildrahmen geht der Sensor ein kleines Stückchen weiter. Das heißt, du hast einen kleinen Spalt zwischen dem Bildfensterrahmen und dem Sensor. Und wenn du da den Staub mit dem Wischer dazwischen schiebt, den kriegst du nicht wieder raus. Bei der M. Also bei der hier natürlich nicht, bei der S. Ja, also hier ist der Sensor mal ohne Bildrahmen. Ja, genau. Ach, da haben wir dann nochmal einen, der auch in Ordnung ist und nicht durch falsches Reinigen schon gesprungen ist. So, jetzt liegen ein paar 100 Euro auf der Bank. Ja, genau. Das heißt, hier seht ihr einen vollflächigen Sensor. Und man hat einen Bildrahmen, ist mir so, hat man aber, dir ist der Bildrahmen nicht da. In der Kamera ist er ein bisschen drüber, aber da kann man normal keinen Staub drunter schieben.
Ja, und wenn, dann muss er ins Werk und muss da wieder. Also ich habe das schon geschafft, deswegen erzähle ich es. Und habe ich es eingeschickt. Ja, genau. Da muss man es einschicken, dann nehmen die den Rahmen ab. Man muss auch sagen, überall ist der Sensor immer ein bisschen größer, wie er angegeben wird. Und er hat auch immer ein bisschen mehr Bildpunkte, wie in der technischen Daten steht. Weil es kann auch mal ein Bildpunkt ausfallen, dann wird er durch einen anderen ersetzt. Ja, aber hier seht ihr mal so eine komplette Sensoreinheit ohne Prozessor. Ja. Und wenn ich, das wollte ich vorhin schon sagen, wenn ich mit dem Specker noch einmal am Schluss in die rechte Seite gehe, nur die rechte Seite abtupfe, dann das ist alles, was ich darüber geschoben habe, nehme ich dann sicherheitshalber nochmal weg und gehe nochmal da drauf, falls da noch was in die Ecke geschoben worden ist, dass die nicht wieder sich zurückschiebt. Ja. Weil du schiebst ja von links nach rechts und die rechte Kante tippe ich nochmal ab und dafür hast du eine gerade Kante an den, ich spreche mal falsch aus, unseren Rubber, ich sage halt Rubber, und dann läuft Speckrubber, dann läuft der nochmal die Kante scharf ab und dann habt ihr das, was ihr da rüber geschoben habt, auch nochmal sicherheitshalber noch doch entfernt, falls da noch was sein sollte. Das mache ich als letzte Handhabe, da bleibt ja nichts hängen. Aber nochmal, diesen Speckrubber immer mit dem Papier, was dabei ist, bei jeder neuen Behandlung abziehen, dass alles weg entfernt ist, was bei der vorherigen Reinigung auf dem Rubber drauf ist, weil sonst transportiert ihr das irgendwann wieder da drauf. Da gibt es so eine Klebefläche, schaut aus wie ein Tesafilm ein Stück und da ziehst du das ab und dann ist das wie ein Klebefilm und da tippst du deinen Rubber drauf und dann zieht er das scharf ab und dann ist er wieder wie neu. Aber das jedes Mal machen, bevor er ihn wieder verwendet. Bei diesem Panasonic Rubber da hier, da gab es irgendwann mal ein Gerücht, man soll das im Kühlschrank lagern, dass er dann länger die Klebe, diese Gummi, also ich sage mal Gummibär zu dem Ding, weil das greift sich an wie Gummibär. Ja. Man soll den im Kühlschrank lagern, weil er dann länger diese die Klebefähigkeit behält. Ja. Problem ist beim Kühlschrank, Luftfeuchtigkeit ist zu hoch und Temperatur ist zu kalt. Und du musst ihn rausnehmen, dann müsstest du 2 Stunden warten. Ja. Weil der muss sich ja wieder, weil sonst nimmt er Feuchtigkeit auf. Und dann, nee, das würde ich nicht. Der ist ja in dieser Plastikschutzhülle drin. Genau. Und da ist er in seinem Klima, wo er braucht. Und ich mache ihn einmal sauber, tue ihn wieder rein und dann bleibt er da drin, bis ich das nächste Mal verwende. Und dann nehme ich ihn aber vorher und mache ihn meistens nochmal sauber. Ich riskiere es gar nicht, dass ich den... Ja. Sollte man auch, wenn man den Sensor einmal abgetupft hat, dann nimmt man so, da ist so ein spezielles weißes Papier dabei. Da sind und dann 50 Stück drauf oder was, oder 20, bis du die leer hast. Oft reinigst du deinen Sensor nie. Darum nehme ich den zweimal, bevor ich es verwende und am Schluss nochmal und dann wieder, wenn ich es verwende. Ich nehme den immer zweimal. Ja. Weil der Udo gerade gefragt hat. Zwei Fragen im Chat, Jan. Ja. Zwei Fragen im Chat. Wie sollte man am besten seine Objektive lagern, aufbewahren? Ja, Leica hat seine schönen, wunderschönen Täschchen. Da würde ich sie auch, wenn ich sie nicht in der Tasche habe, da reintun, in den Schrank stellen. Wenn ich sie an dem Tag benütze, mache ich sie immer raus aus der Tasche, weil das nervt mich. Erstens will ich in der Tasche sehen, welche Optik ist was. Da, wenn ich es im Beutel habe, sehe ich es nicht, außer ich beschrift außen den Beutel. Aber im Normalfall tue ich sie in diesen Lederbeutel oder was dabei ist, auch in dem Hardcase, was M hat, da bleibt sie drin und da ist sie gut aufgehoben. Da kann sie auch mal runterfallen und sie ist geschützt in dem Case. Und wenn ich es benutze in der Tasche, lasse ich es offen drin. Und abends, wenn ich es rausnehme, tue ich es wieder in die Tasche zurück. Aber das ist bei mir halt so ein Zyklus, wo ich es immer mache. Wenn ich finde, diese Reißverschlusstäschchen, da ist sie so richtig geschützt drin, weil der sitzt in dem Schaum drin, in ihrem Moosgummi und dann kann nichts passieren. Und wie alles, was gut und teuer ist, dunkel aufbewahren im Schrank, versuchen ein gleichmäßiges Klima zu haben, das ist jetzt, sage ich mal, das Ideale für die Lagerung der nächsten Jahrzehnte. Wer natürlich hier Wein lagert, der weiß, wie das geht. Also ihr lacht mich jetzt vielleicht aus, aber ich habe mal von der Stadt einen Aktenschrank bekommen, einen klimatisierten Aktenschrank, der auch ein bisschen einen Schutz hat gegen Feuer zeitlang. Und da habe ich alles drin. Das ist keine richtige Tresorwand. Der hat zwar 8 Zapfen, die wo rauflaufen, aber er hat so eine Dämmung drin, wo immer das gleiche Klima herrscht in dem Schrank. Und den habe ich seit 20 Jahren und da stelle ich alles abends rein. Und wenn ich es brauche, nehme ich es raus. Und erstens habe ich eine Sicherheit, weil bis den einer aufbricht,
Dauerzeit und ich habe alles im gleichen Klima stehen. Und dadurch passiert es sowas nicht, dass durch Wärme, Kälte entsteht Oxidation und irgendwann kann ein Pilz entstehen. Weil wenn ich es danach wieder kalt lagere und es nicht abtrocknen kann, die Feuchtigkeit, bleibt die zu lange im Glas und zu lange im Rahmen drin. Und dann kann, heutzutage nicht mehr, heute sind sie viel besser abgedichtet. Aber wenn, ihr habt ja auch alte Gläser. Ihr habt auch Gläser aus den 60ern, aus den 50ern. Und die können das nicht abhaben, wenn sie ständige klimatisierte Veränderungen haben. Und dann nicht sauber abtrocknen, bevor man sie wieder irgendwo reinpackt. Also da würde ich schon drauf achten. Ja. Gerade wenn man dann so schöne Objektive hat, wie ein altes Summilux 1475. Ja. Ja, oder auch die ganzen alten Summiluxe, die sind da wahnsinnig empfindlich. Ja. Was wir jetzt nochmal haben, wollten wir euch nochmal kurz zeigen. Hier haben wir nochmal den Sensor von der M, oben drüber das Suche. Und rechts daneben haben wir den Sensor von der Leica VLUX. Die ist ja fast kein Unterschied. Die mit dem Super Zoom, der 1 Zoll Sensor, der vom Handy ist noch 8-mal kleiner, wie das, was links liegt. Ja, nur dass mal den Größenunterschied sich. Und weil der Udo gefragt hat, was denn so ein Sensor zum Tauschen kostet, also so ein Vollformat-Sensor kostet zwischen 2,8 und 3,8 zum Tauschen. Ja. Wahnsinn. Ja, weil Leica ist ja auch der Einzige, der die Sensor nicht verklebt, sondern verschraubt. Und dadurch, dass es sind ja auch voll justierbar. Ja. Beim M-System ist es ja auch absolut notwendig, weil ja die Objektive alle mechanisch funktionieren. Ja, da genau werden die, hier werden sie, da werden sie verschraubt. Und unter die Ebene, ihr seht ja rechts und links die Kontakte, und darunter kann man aber noch Plättchen schieben, da werden die noch bis auf 1 μ korrigiert. Der Handysensor ist das ungefähr. Nee, der ist ja vielleicht ein bisschen kleiner. Das noch, ja. Also wenn ich jetzt so der Handysensor, der hat ungefähr diese Größe hier. Ja. Ja. Genau, es gibt zwar jetzt einen 1 Zoll Sensor für Handy, das ist, glaube ich, das ist 2.500 Euro Handy da. Ja. Das hat einen 1 Zoll Sensor. Aber da wollen wir uns nicht drüber einlassen, weil wir eigentlich sagen, fotografieren tut man mit Gefühl und das ist ein Leica M-System mit einer Linse oder ein gutes SL-System, da war kein Handy dazu. Und eine Leica Q ist auch, ja, das ist halt einfach alles. Weil Fotografieren ist nicht immer bloß schnell, hoppla hopp, was griffbereit haben, sondern das ist ja auch eine Empfindung. Wie man den Leica Q-Sensor reinigt. Ja, genau. Wie man den Leica Q-Sensor reinigt, machen wir als nächstes. Ja. Brauchst du eine Rohrzange? Ja. Ja, ich glaube, wir sind zu weit, ne? Nee, sonst, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr jetzt gerne stellen. Wir haben euch jetzt mal so gesagt, was man alles machen kann. Ich finde immer das Einfachste, was ich persönlich auch unterwegs mache. Ja, wenn ich mich doch mal wieder hinreißen lasse bei einer Landschaftsaufnahme, obwohl es totaler Schwachsinn ist, auf Blende 16 abzublenden, außer ich will natürlich den Vordergrund mit darstellen, aber wenn es eine reine Landschaftsaufnahme ist, ärgere ich mich danach sogar. Daneben habe ich dann, ich habe es dann gemerkt und probiere dann noch auf Blende 2 oder 2,8 aufzureißen. Das Bild ist dann viel 3D-mäßiger beim Anschauen, wie das, was mit 16 ist. Und mit 16 sehe ich dann immer meinen Sensorschmutz. Und wenn ich offenblendig arbeite, das ist eigentlich die beste Art der Reinigung. Fotografiere dann alles, was geht, offenblendig. Und die paar, wo er wirklich abblenden muss, retuschiere die danach. Ich denke, unterwegs, wenn ich unterwegs bin, reinige ich auch nicht den Sensor. Ja, du willst ja einen Blick führen und den kannst du auch führen, wenn du scharfe und unscharfe Bereiche hast. Und ja, muss ich nicht unbedingt auf 16 abblenden, so alles klar, ja, alles scharf. Landschaftsaufnahmen, ich meine, das spielt sich ja eh alles im unendlich Bereich ab. Ja, brauche ich ja gar nicht abblenden. Ja, das ist wirklich nur, also das ist das Sinnvollste, wie man unterwegs den Sensor reinigt, aufblenden. Ja, und das nochmal gut beherzigen und ob euer Sensor alles sauber ist, das schaut er, morgen soll ja keine Wolke am Himmel sein, also bei uns auf alle Fälle, geht raus, Blende 16, stellt 1 oder 2 Meter Entfernung ein und macht das Bild und dann schaut es euch auf dem Bildschirm an und dann seht ihr, ob der Sensor sauber ist oder nicht. Andi, ihr werdet jetzt ein paar Sensoren zum Reinigen kriegen. Ich wollte gerade sagen, Chris, wir haben Urlaubssperre, weil nächste Woche ist die Bude voll mit Kameras. Ja. Ich habe dieselben Gedanken gehabt. Ja.
Genau. Also macht es immer nur schön schmutzig am Wochenende, dass wir was zu tun haben. Das heißt also letztendlich, das Noctilux ist das sensorfreundlichste Objektiv. Ja, genau. 1,25 ja. Auf jeden Fall. Also auch, du kannst auch wirklich dicke Fingerabdrücke auf dem Sensor drauf. Du siehst nichts. Und richtige alles. Bomben. Ja. Wenn du die Blende 5,6 nimmst, fällt da gar nichts auf. Ja. Ja, das ist wirklich nur bei 16 und dann im Unendlich-Bereich. Ja. Gut. So. Genau, wie der Udo schreibt, es gibt auch noch... Machen wir den Ventilator noch schnell an. Ja. Dann gehen wir jetzt langsam zum Feierabendbierchen.